Hi und herzlich willkommen bei Mathe-Tipps. Es ist wieder Zeit für ein Mathe-Quiz. Und zwar habe ich heute mitgebracht 7 geteilt durch 7 geteilt durch 7 geteilt durch 7. Bevor wir zur Auflösung kommen, schreib doch bitte gerne deine Lösung in die Kommentare. Auf den ersten Blick sieht die Aufgabe kompliziert aus, ist es aber gar nicht, denn wir können hier ganz einfach rechnen. Als allererstes hier 7 geteilt durch 7. Das gibt gleich 1. Dann können wir den Rest wieder abschreiben, geteilt durch 7, geteilt durch 7. Und wir schreiben jetzt diese 1 geteilt durch 7 als Bruch. Das sind 1/7 geteilt durch 7. Dann schreiben wir jetzt diese 7, die du hier findest, also diese 7 hier, als Bruch. Das geht ganz einfach, indem wir geteilt durch 7 einfach mit der 1 im Nenner ergänzen, 7/1. Wenn ihr euch an ein vorheriges Video erinnern könnt, Bruch, Division, indem man mit dem Kehrwert des zweiten Bruches multipliziert. Also rechnen wir 1/7 mal 1/7 und das ist gleich 1 durch 7 zum Quadrat oder 1 durch 49. Und das ist schon das Ergebnis des heutigen Mathe-Quiz. 7 geteilt durch 7, geteilt durch 7, geteilt durch 7. Falls du Fragen oder Themenwünsche hast, nutze bitte gerne die Kommentarfunktion. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.